Hi, ich bin Lena Meyer-Landroth. Das ist meine Tasche und ich zeige euch jetzt, was da alles so drin ist. Ich bin so jemand, ich habe so eine Handtasche und trage die dann ein Jahr. Es sind meistens solche Taschen, die sind nicht zu klein und nicht zu groß. Relativ robust, deswegen liebe ich diese Prada-Nylon-Sachen auch, weil ich nicht so jemand bin, der eine Tasche nicht als Gebrauchsgegenstand benutzt. Und es ist toll, dass sie so wunderschön ist. Dann starten wir mal. Ah! Mit meiner kleinen Musikabteilung. Das sind diese drei Sachen. Das ist einmal Epalat. Das ist, um die Stimmbänder zu befeuchten, wenn man sich heiser fühlt, wenn man Hustenreiz hat, hat eigentlich jeder Sänger immer dabei. Dann gibt es meine In-Ears. Das sind sozusagen Musikerkopfhörer. Rot ist rechts und blau ist links. Und dann kommen die so ins Ohr rein und sind perfekt angepasst. Da geht man zum Akustiker und der gießt eine Flüssigkeit ins Ohr rein und dann muss die austrocknen. Für jeden Musiker ist es irgendwie immer ein großes Ding, sich neue In-Ears machen zu lassen. Und das dritte Item ist dieses obszöne Gerät. Das ist ein Luxvox oder auch ein Blubberschlauch zum Warmmachen der Stimme. Die Stimmbänder flattern dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Schleim kann sich lösen, die Stimme wird so schonend wie möglich warm gemacht. Man hält den Schlauch in eine 0,5 Wasserflasche rein, die so bis zur Hälfte gefüllt ist. Je tiefer man den Schlauch reinsteckt, desto stärker ist der Widerstand. Man nimmt den in den Mund und macht dann am Anfang ein brummendes Geräusch und irgendwann kann man Leitern machen. Und man macht es richtig, wenn die Backen flattern. Und das macht man für wahnsinnige 20 Minuten. Okay, dann machen wir weiter mit etwas, was richtig viel Spaß macht, und zwar Süßigkeiten. Ich war gerade in Tokio auf Promoreise, weil ein alter Song von mir über Instagram Reels und TikTok viral gegangen ist. Life Was a Beach hieß der Song und ich absurde 40 Tage auf Platz 1 der Charts war dort. Und was ich dort gemacht habe, ist unendlich viele Süßigkeiten eingekauft. Ich habe gute Sachen dabei, Leute. Ich habe Cheesecake-Kekse mit Schokolade. Es gibt Koala-Bären mit Erdbeergeschmack. Ich habe Waffel-Crunchy-weiße Schokolade. Dann gibt es hier, das sind Manuka-Honig-Ingwer-Bonbons. Love it! Dann habe ich noch japanische Mint-Breezers. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal schön irgendwas auf. Boah! Es riecht schon so krass. Wollt ihr auch? Schon, ne? Krass, oder? Dann mache ich weiter mit diesem Item. Das ist ein Palo Santo. Das ist ein mexikanisches Holz. Das habe ich tatsächlich auf jeder Reise immer dabei. Das ist für mich essentiell super wichtig. Also wenn man in einen neuen Raum reinkommt, dann zündet man das an und mit dem Rauch kann man Energien ausreinigen. Und dann gehe ich durch den Raum. Eigentlich muss man ein Fenster aufmachen, damit die Energien auch gehen dürfen. Mach ich mal kurz. Tschüss! Es ist ehrlich gesagt auch total schön, das als Ritual zu benutzen, wenn man sich irgendwie mit jemandem gestritten hat oder so. Dass man dann einfach sagt, so komm, wir klären jetzt einmal hier diese Energie und diese Situation. Das ist irgendwie auch nett. Ich hoffe, ihr findet das nicht total eklig jetzt und ihr sterbt wegen des Geruchs. Ich liebe das halt. Wir machen weiter mit ein Nagelöl von Susanne Kaufmann. Ich bin sowieso ein komplettes Susanne Kaufmann-Opfer. Aber das hier ist auf jeden Fall etwas, was ich immer dabei habe. Es hat so einen geilen Roller und dann macht man sich das so auf die Nagelhaut drauf. Und dann hat man sofort schönere und gepflegtere Nägel und Nagelhaut. Und ich habe super trockene Nagelhaut, besonders im Winter. Deswegen bin ich ein richtiger Ultrasuchti von diesem Zeug. Dann habe ich dabei einen OB. Ich dachte, ich packe den einfach mal aus. Alle Gebärenden bluten und ja, deswegen ein OB dabei. Ich habe noch dabei meinen Autoschlüssel. Das ist das erste Auto, was ich mir selber gekauft habe. Das ist ein 3er BMW Cabrio von 1994. Ich liebe den sehr dolle. Als ich ganz klein war, hatte meine Mutter das Auto. Das ist jetzt natürlich nicht genau das Auto,
Aber es ist das Auto aus der Zeit. Und es ist für mich jetzt wie, dass ich das Auto in die Familie zurückgekauft habe. Und das macht mich glücklich. Cool. Nächstes Item. Ich habe 2 Paar Kopfhörer dabei in meiner Tasche. Für mich stehen die für Meditation, wenn ich zum Beispiel fliege oder wenn ich im Zug unterwegs bin, dann sind das für mich immer auch tolle Momente, wo ich so eine kleine Meditation dazwischen schieben kann. Und ich bin noch nicht so gut im Meditieren, dass ich das einfach selber kann, ohne Anleitung. Für mich ist es immer am schönsten, eine geleitete Meditation zu machen. Zum Beispiel gibt es eine von Laura Marlina Seiler, die mache ich super, super gerne. Und ansonsten habe ich ganz klassisch Headspace, die App, und meditiere mit Headspace. Vor ein paar Jahren habe ich mit Therapie angefangen. Nicht nur die ganz klassische Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, sondern auch spirituelle Wege ausprobiert. Meditation, Yoga, Buddhismus. Tolle gelesen sozusagen über das Jetzt. Ich gehe super offen damit um, weil das für mich was total Normales ist. Man kümmert sich um sich, man kümmert sich um seine Gesundheit und ich glaube, dass es on every level einfach gut ist und heilend ist. Dann habe ich dabei Schmuck. Jetzt für diesen besonderen Anlass, wenn ich hier in meiner Vogue sitze, habe ich mir mal die großen Kreolen reingeschmissen. Normalerweise habe ich diese kleinen, die Ohrringe sind von Cartier. Das sind kleine Love-Ohrringe und das sind große Love-Ohrringe. Und ich liebe die sehr, 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 sehr dolle. Das nächste Beauty-Produkt ist mein Dior Lip Gloss. Ich liebe den so sehr, weil wenn man den drauf macht, hat man direkt irgendwie schönere Lippen und der ist für mich wie so eine Pflege und ein Gloss zugleich. Als nächstes habe ich noch dabei ein Scrunchie von meiner eigenen Brand, von A Lot Less. Weil erstens, ich habe immer ein Haargummi dabei, weil ich auch ein sehr praktischer Typ bin. Und zweitens, weil ich mir was überlegt habe mit diesen Scrunchies für A Lot Less, dass es ein Weg ist, alte Materialien, Produkte, die nicht ausverkauft wurden, Stoffreste benutzt und die zu Haargummis weiterverwendet, dass man sie nicht wegschmeißt. Für mich ist das auf jeden Fall das perfekte Teil, um aus Müll noch etwas zu machen, was wir wirklich alle brauchen. Dann habe ich ein Buch dabei. Das ist von Michael A. Singer und es heißt Die Seele will frei sein, eine Reise zu sich selbst. Das ist eine Buchempfehlung von Miley Cyrus, die ein Interview gegeben hat über dieses Buch, dass ihr das sehr, sehr wichtig ist und dass ihr das in vielen Bereichen ihres Lebens geholfen hat. Und das fand ich sehr interessant und deswegen habe ich das bestellt und lese das jetzt. Ich habe kein absolutes Lieblingsbuch, aber wenn ich jetzt einfach aus dem Stegreif ein Buch empfehlen würde, dann wäre das Jetzt von Eckhart Tolle. Das ist meine Bibel. Jetzt kommen wir zum letzten Item. Nee, zum vorletzten. Packe noch das aus. Das sind Vitamine. Ich mache das regelmäßig, dass ich mein Blut checken lasse und dass ich dann alles, was mir so fehlt, Eisen, Vitamin C, dass ich dann so einen Cocktail kriege aus allen möglichen Nährstoffen und dann werden die alle in so Tabletten gepresst und muss nicht so 500 verschiedene Präparate nehmen. Und ja, das ist stellvertretend für die Vitamine, die ich nehme. Und jetzt das letzte Item, das hier. Das ist meine Sonnenbrille von früher, als ich ein Kind war. Die habe ich stellvertretend dafür mitgebracht, dass ich immer versuchen will, mich zu erinnern, wo ich herkomme, wer ich bin, dass ich bei mir bleibe, dass ich mich abgrenze und emotional nicht abhängig mache von meiner Umwelt, dass ich immer noch ein inneres Kind habe und dass ich das auch sein darf. Das ist ein Erinnerer für mich. Und man sieht auch sehr viel besser durch die Brille als ohne. Klar. Leni out. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Folgen. Ihr könnt hier eine gucken und hier könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch andere Folgen angucken. Ich muss jetzt los. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.